Ich bin ja schon mit Jamila, meiner Lebensgefährtin, seit über 10 Jahren in Gaggenau dabei. Es macht uns jedes Mal riesen Spaß. Und ich bin immer der Spur 0 Uhrwerkbahner hier in Gaggenau. Und jedes Mal aus meiner großen Sammlung ein anderer Schwerpunkt. In diesem Jahr ist der Schwerpunkt Distler, Johann Distler aus Nürnberg, Spur 0 Uhrwerk. 30er Jahre und 50er Jahre, also diese Lok, die ist jetzt schon über 90 Jahre oder rund 90 Jahre alt. Und das berühmte Tröpfchen Öl hält sie fit. Ich ziehe sie natürlich nicht ganz auf. Ich will die Feder nicht überbeanspruchen. Lieber eine Runde weniger und die Lok macht im nächsten Jahr auch noch mit. Aber für ihre 90 Jahre hat sie sich doch recht gut gehalten. Erstaunlich, wie viele Loks und Wagen in den vielen Jahrzehnten gebaut wurden. Und es ist erfreulich, wie viele überlebt haben. Eine der großen Bahnen aus den 50er Jahren. Blechspielzeug zum Verlieben, aber auch zum Spielen. Ja, die hält sogar, wie sich's gehört, im Bahnhof. Und naja, der ICE von der Bundesbahn hält ja auch manchmal auf freier Strecke. Ne? Dann darf das meine Uhrwerkbahn auch. Und jetzt eine schöne, einfache, aber gut gemachte, farbenfrohe Bahn aus den 50er Jahren. Da hat man dann schon nicht mehr die schwarzen Lokomotiven gehabt, sondern hat sie farbig gemacht. Und genauso die Wagen sind bunt. Das entspricht zwar nicht dem Vorbild bei der Bundesbahn, da waren die Wagen grün, aber es sieht einfach gut aus und es ist ja eine Bahn zum Spielen. Güter kommen mit der Bahn und da haben wir zum Beispiel auch die Bananen kommen mit der Bahn, mit dem großen 4-achsigen Wagen, mit dem 2-achsigen Wagen und die Milch wurde mit der Bahn transportiert und die Fische von der Nordsee und die Fische von der Nordsee natürlich ebenfalls. Die kamen nicht hunderte von Kilometern über die Autobahn, sondern die kamen umweltfreundlich mit der Bahn. Und das ist schön, auch mal einen solchen Güterzug zusammengestellt zu haben. Distler hat auch wunderschöne kleine Sachen gemacht. Und in der gleichen Zeit, im gleichen Katalog, wo diese schönen Lokomotiven drin sind, hat auch Distler sowas gemacht. So einen kleinen Schienenzeppelin, der auf so eine Mini-Kreis fahren soll, aber natürlich nicht mehr sehr gut fährt. Und Distler hat auch zum Beispiel diesen Sattelschlepper gemacht, diesen Möbeltransporter. Türen natürlich zum Öffnen, die Kinder sollten spielen. Und wie es früher üblich waren, hinten die Möbel und vorne die Familie, die mit ihren Möbeln umzieht. Und ja, es ist halt schön, wenn man so ein bisschen was zusammenstellen kann.